Leute, ich muss jetzt leider hier reinkommen, weil mein Bruder leider erst die dritten Stunde. Dann hört sich immer, dass wir schon so laut werden morgens. Also packe ich das jetzt hier aus. In meinem Sitzsack. Aber erstmal, hallo, willkommen zu einem neuen Mabinett. Das habe ich ganz vergessen zu sagen. Oh, cool. Haha, mein neuer Schlüsselanhänger-Bund-Rucksack. Weil ich habe immer so einen Rucksack gehabt, der war immer voll dreckig schon geworden. Und jetzt habe ich einen neuen. Cool. Haha. Super. Freue ich mich. Finde ich cool. Mach direkt meinen Schlüssel. Haha. Und jetzt werde ich mal fertig machen gehen. Und danach gehe ich auch schon zur Schule. Also sehen wir uns wahrscheinlich heute Mittag. Also, bis gleich. Leute, ich habe meine Kamera vergessen. Super, jetzt muss ich mit meinem Handy filmen. Naja, egal. Auf jeden Fall waren wir jetzt gerade bei einem Termin. Meine Mama hat mich nämlich von der Schule abgeholt. Und jetzt fahren wir noch Schlittschuhe anprobieren. Ich will unbedingt Schlittschuhe haben. Am liebsten ja diese weißen schön. Aber die sind total unbequem. Also, wir gehen heute mal gucken, ob ich welche finde. Okay, Leute, kurze Planänderung. Ich habe jetzt meine Kamera wieder. Wir waren jetzt auch noch nicht mehr in dem Eissportladen da, weil meine Mama wollte erst noch mal nach Hause noch was essen und noch einen Kaffee trinken. Und dann fahren wir jetzt gleich dahin. Es war jetzt viel zu voll noch. Und jetzt habe ich hier meine AirTag aufgepumpt, denn ich wollte noch was auf meinen Handjob praktiziert halten, üben, mich noch was stretchen. Und dann mache ich gleich auch noch ein cooles Q&A für euch. Ich habe euch heute mal diese Fragen auf Instagram gestellt. Ihr solltet aber ein paar Fragen reinschreiben. Also werde ich da auch noch welche später davon beantworten. Aber jetzt hole ich erstmal was. Yay! Aua! Jetzt habe ich mir gerade voll den Kopf gestoßen. Ich habe meine Hose, so wollte ich so runter machen, weil ich habe mich gerade umgezogen. Und dann bin ich mit dem Kopf gegen meinen Schrank. Das tat so weh. Jetzt habe ich mir den Sprühsache in den Kopf, weil ich habe kein Feedback gefunden. Super. Hey, ich glaube, wir fangen jetzt doch erstmal so ein Schlittschuh-Dings an, anprobieren. Weil. Und so kann ich nicht turnen, das tut voll weh. Jetzt hole ich erstmal meine Schlittschuhe und danach turne ich dann halt was. Super, dieser Vlog ist sehr chaotisch. Wir sind da, yay. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen hattet, aber ich habe mal von der Woche schon mal nach Schlittschuhen geguckt. Ich wollte unbedingt so weiße Schlittschuhe haben, weil die immer so schön aussehen. Nur meine Mama meinte, die sind furchtbar unbequem. Jetzt haben wir bei dem Laden nochmal so Softboots bestellt. Und die sind jetzt da und dann probiere ich die jetzt nochmal an, weil ich wollte unbedingt mein eigenes Paar Schlittschuhe haben. Und dann schaue ich mal, für welche ich mich entscheide. So, ich habe jetzt die Schlittschuhe und die ziehe ich jetzt an. Und ich gucke noch, ob sie passen. Naja. Ich stehe ja mehr auf weiße Schlittschuhe. Das ist gleich meine Größe, oder? Oh, nee. Das ist unbequem. Da waren die weißen bequemer. Wieso? Die sind unbequem. Oh, oh nee. Nee, da passt mein Fuß ja gar nicht rein. Oh, das ist unbequem. Leute, ich habe den falschen angezogen. Ich habe den linken angezogen. Oh. Sind die beide 45? Sind genau, ist beides 45. Sind tun die gut? Nein. Klar sehen die gut aus. Einfach rein. Viel besser als diese klassischen Kappdinger. Nein, auf gar keinen Fall. Doch. Okay, meine Softboots sind durchgefallen. Ich probiere jetzt einmal die hier. Das sind die so schön. Den Fell hier oben. Ich ziehe jetzt gleich mal die anderen an. Das Problem ist, in den Sommer, in den Herbstferien, hat mir ein Pferd gegen meinen Fuß getreten. Und deshalb ist mein Fuß, der ist immer noch dicker, deshalb passe ich da nicht richtig rein. Aber ich probiere jetzt mal den anderen dazu an. Und Papa, der probiert auch nicht an. Papa rastet gleich schon aus. Wie bitte? Papa hat keine Lust mehr. Ich hasse Winter. So, ich war leider nicht so erfolgreich, aber Mama hat mich überredet, noch keine Schlittschuhe zu kaufen, weil wir noch welche hatten von meinem Bruder und die hatte ich auch immer im Schlittschuhkurs an, die haben gerade noch frisch geschliffen, also die sind noch gut und dann kaufe ich mir lieber welche schöne, wenn wir in der Schule auch Schlittschuh fahren haben, weil für das eine Mal jetzt in meinem Geburtstag im Phantasialand würde sich das eher nicht lohnen und genau, deshalb habe ich jetzt hier nur Stulpen gekauft, die kann ich dann noch über die Schlittschuhe drüber ziehen und dann bin ich erstmal zufrieden.
So, wir sind jetzt wieder zurück und mache jetzt erstmal all meine Lichter hier an. Dann zeige ich euch noch meine Stulpen, die ich gekauft habe. Also, Lampe Nummer 1 ist an. Oh, das reicht auch schon. Und das hier sind diese Stulpen. Ich habe jetzt die hier gekauft. Und ihr müsst euch jetzt vorstellen, hier sind meine hässlichen Schlittschuhe. Und das schlage ich einfach hier so drüber. Das passt schon irgendwie. Und ich liebe irgendwie Stulpen. Ich finde die voll schön. Vielleicht mal einen gemütlichen Onesie mal reinschmeißen. Dann esse ich schnell was. Und dann wird es noch das kleine Q&A für euch geben. Halt, ihr sollt mir Fragen stellen, beantworte ich noch. Yay! Tada! Ich bin jetzt angezogen hier beim Onesie und ich habe noch so einen Haarreif auf. Und diese Kleiderkammer ist nicht aufgeräumt. Also gehe ich jetzt so schnell wieder in mein Zimmer. Und dann mache ich jetzt so ein kleines Q&A für euch. Wenn ich alle Fragen beantworte, das sind viel zu viele, aber so ein paar interessante Fragen. Also übergehe ich jetzt mal in die Kamera. Hast du schon mal eine Christbaumkugel kaputt gemacht? Ja, das ist mir wahrscheinlich schon 10 Millionen Mal in meinem Leben passiert. Weil immer wenn wir den Weihnachtsbaum schmücken, dann fällt mir irgendeine Kugel runter. Warum turnst du keine Wettkämpfe mehr? Also, ich turne eigentlich Wettkämpfe. Also, beim Turnen jetzt habe ich schon mal einen geturnt und manchmal habe ich einfach keine Zeit an diesem Tag. Das ist immer ein bisschen doof. Aber wir haben auch nicht so oft Wettkämpfe. Also, ich turne eigentlich noch Wettkämpfe. Gibt es eine Weihnachtssüßigkeit, die du überhaupt nicht magst? Oh Gott. Also ich mag sehr gerne Süßigkeiten, aber eine, die ich nicht mag. Pralinen. Wenn das eine Weihnachtssüßigkeit ist, ist es Pralinen. Weil Pralinen finde ich irgendwie komisch. Die sind so dick und so gefüllt. I don't know. Ah, welche Sprache ist dein Name? Mein Name ist auch Französisch, aber nein, meine Familie oder so kommt nicht aus Frankreich. Aber mein Name heißt halt Mavi und Mavi bedeutet mein Leben. Und mein zweiter Name ist ja Noel und das bedeutet Weihnachten. Das finde ich so cool, weil ich liebe Weihnachten. Obwohl ja das Noel von Weihnachten ein bisschen anders geschrieben wird, aber egal. Glaubst du an den Nikolaus? Also, weiß ich gar nicht. Also ich finde schon, dass es den Nikolaus geben könnte. Also, ich weiß halt, dass man auch Geschenke von den Eltern bekommt, aber es könnte ja auch sein, dass man gebe das Christkind. Ich habe keine Ahnung. Man weiß es nie. Ist der Keks in deinem Marvin-Länder-Intro eigentlich extra runtergefallen? Ja. Nee, der ist nicht extra runtergefallen, der ist aus Versehen runtergefallen. Also ich habe jetzt so den Teller mit so hochbekommen, so geguckt und da ist dieser Keks runtergerutscht. Aber jetzt habe ich noch jeden Tag einfach weitergemacht. Ja, aber der ist wirklich einfach runtergefallen. Hast du eigentlich noch Kontakt zu deiner IBF? Oder hast du sie noch als IBF? Ich hatte nie eine IBF. Hä? Ich hatte noch nie eine IBF. Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Aber ich hatte noch nie eine. Magst du lieber Weihnachten oder Geburtstag? Diese Frage kann ich definitiv nicht beantworten, weil ich liebe meinen Geburtstag, weil wir immer in Phantasialand gehen. Aber ich liebe auch Weihnachten, weil mit der Familie das feiert und so. Also da kann ich mich nicht zwischen entscheiden. Welche Farbe hatten deine Socken, die du als letztes anhattest? Also, weiß. Das sind meine Socken, die ich gerade anhatte. Anhab. Und die letzten, die ich anhatte, waren rot und weiß gepunktet. Das waren so Kuschelsocken. Hast du noch Wackelzähne? Also, nee, Wackelzähne habe ich jetzt nicht mehr. Ich dachte immer, ich hätte eine. Da war ich mit Zahnarzt und die meinte, ich hätte keine Milchzähne mehr. Also kann es auch immer nicht sein, dass ich einen Wackelzahn habe. Nein, ich habe keine mehr. Lieblingsturnanzug. Oh, da habe ich viele. Also ich liebe den neuen, jetzt den ich von Urban Gymnastics habe. Warte, ich hole ihn. Der hier. Und dieser andere, den neuen, finde ich auch cool. Der liegt noch unten auf dem Wäschereck. Aber den Turnanzug hier ziehe ich auch ganz oft an. Den mag ich voll gerne. Ja, das ist mein Lieblingsturnanzug mit dem anderen noch. Hast du einen Freund? Das ist gefühlt die meistgestellte Frage ever. Also ich habe dieses ganze Fragenbox, die ist einfach nur voll. Hast du einen Freund? Hast du einen Freund? Hast du einen Freund? Hast du einen Freund? Und nein, ich habe keinen Freund. Also keinen festen Freund. Ich bin zwar mit Jungs befreundet, aber ich habe jetzt keinen Freund. So, weißt du, so Freund. Also ich finde das irgendwie komisch, wenn man einen Elfen Freund hat. Das ist ja eigentlich auch nur so eine Kindergartengeschichte. Also ich finde das irgendwie komisch. Nein, ich habe keinen Freund. Gehst du Gymnasium oder Hauptschule? Ich gehe aufs Gymnasium. Hauptschule gibt es halt nicht mehr, oder? Ah, keine Ahnung. Darfst du die
Apple Watch auch in der Schule benutzen, wegen Internet und halt dem Taschenrechner. Also man darf die Apple Watch schon in der Schule benutzen. Ich gucke aber immer nur drauf, um auf die Uhr zu gucken. Aber in Klassenarbeiten muss man die ausziehen und beim Sportunterricht, aber da lasse ich die meistens an und ich hoffe, dass mein Sportlehrer das jetzt nicht sieht, sonst habe ich ein kleines Problemchen. Chips oder Käse? Beides zusammen. Woo! Ich esse immer Chips mit Eis. Das schmeckt voll lecker, das müsst ihr mal ausprobieren. Kannst du mal dein Playmobil-Haus zeigen? Also, mein Playmobil-Haus dekoriere ich ja immer und so. Und ich könnte es mal auf Instagram zeigen. Ich würde jetzt kein Video drüber machen, weil die meisten Leute interessiert das, glaube ich, nicht so. Aber ihr könnt ja mal hier oben mit der Abstimmung mitmachen, ob ihr mal mein Playmobil-Haus sehen wollt oder nicht. Dann würde ich euch mal eine Story zeigen. Wenn du mit einer Tierart reden könntest, welche wäre es? Katze, ganz klar. Dann können Kinder fragen, warum sie ihr Futter nicht mag. Diese Frage verstört mich gerade ein bisschen. Stehst du auf Maxi oder Joris auf deiner Klasse? Guck dir mal das Video an, das am Sonntag rauskommt. Mach dir da mal ein eigenes Bild von. Haben dich deine Lehrer schon mal auf deinen YouTube-Kanal angesprochen? Ja, also wir waren mal auf Klassenfahrt und dann kam auf einmal so mein Lehrer, meine Lehrerin rein und meinten so, hallo, können wir ein Autogramm von dir haben, Mabi? Und dann dachte ich so, okay, alles klar. Ich habe dem dann auch ein Autogramm gegeben und da meinte mein Lehrer so, ja, das hänge ich mir dann über meinen Schreibtisch auf. Okay, ich wusste gar nicht, ob man das jetzt ernst macht oder nicht. Aber auf jeden Fall haben sie ein schönes Autogramm von mir bekommen. Vielleicht sieht das meine Lehrer jetzt ja. Ja, okay, alles klar. Wenn dir langweilig ist, was machst du dann? Wenn mir langweilig ist, dann turne ich. Oder ich höre ein Hörspiel. Oder ich mal was. Oder ich dekoriere mein Playmobil-Haus. Oder ich nerv meine Brüder. Da fallen mir ziemlich viele Sachen ein. Also ich habe nicht so oft Langeweile. Mir fällt dann immer schon was ein. Sind Steine Steine? Das ist eine sehr interessante Frage, ob Steine Steine sind. Die kann ich dir leider nicht beantworten. Wie wäre dein Traumzimmer? Also mein Traumzimmer wäre aus einem Trampolinboden. Also der ganze Boden wäre einfach voller Trampolin, dass man überall springen könnte. Dann wäre da noch so ein Pool drin, so ein Whirlpool am besten. Und dann noch ganz viel Turnzeug, also so ein Ring von der Decke. Und dann vielleicht noch Bällebad, so ein riesengroßes Bett, ein Wasserbett. Oh, mir fallen da so viele Sachen ein. Also ich glaube, mein ganzes Zimmer wäre so verrückt, wenn ich das selbst gestalten dürfte. Weißt du, wegen schlechten Noten oder kriegst du Ärger? Nee, also Ärger kriege ich gar nicht bei einer schlechten Note. Habe ich noch nie bekommen und weinen eigentlich auch nicht, weil kann es ja eh nicht ändern, ist dann halt so. Wenn man eine schlechte Note geschrieben hat, ist es halt so, man kann es halt eh nicht mehr ändern, also weine ich da auch nicht. Meistens vergesse ich das dann auch schon wieder, so eine Stunde danach. Was sind deine Top 5 Dinge im Advent? Also, Tannenbaum. Adventskalender, Christmas Countdown Tafel, das waren drei, Lichterketten, andere Weihnachtsdeko, Plätzchen, das ist meine Top 5. Bist du verliebt? Also, yeah, also ich habe lange überlegt, ob ich diese Frage beantworten soll. Weil, ja, ich bin sponverliebt. Also ich weiß auch nicht, wie das auf einmal gekommen ist. Auf einmal war ich irgendwie verliebt. Ich weiß auch nicht. Schon was länger so. Aber gar keine Ahnung, wie das auf einmal passieren konnte. Da ich mich so ein wuscheliges Fake-Neu verliebt habe, das namens Linda ist und sehr viel gerne frisst und immer mein Puzzle puzzelt. Habt ihr es erraten? Linda! So Leute, das war's mit dem kleinen Q&A. Ich habe leider nicht alle Fragen geschafft, aber falls ich mal noch die anderen beantworten soll, gebt unbedingt einen dicken Daumen nach oben, dann kann ich das auch mal machen. Und ja, jetzt gibt's noch das Shoutout of the Day, yay! Und heute grüßt mir jemand ganz Besonderen. Nämlich kann ich den Kommentar leider nicht einblenden, weil sie mir über E-Mail geschrieben hat und ein liebes Grußvideo geschickt hat. Nämlich grüße ich heute mal die Victoria. Sie ist 8 Jahre alt und hat mir ein richtig süßes Video geschickt. Und es freut mich voll, dass du jeden Tag immer 2 Videos von mir anschaust. Und ich hoffe, es sind noch genug da, die du dir angucken kannst.
Und ich habe übrigens am 14. Dezember Geburtstag. Ich weiß ja, dass deine Brüder am 15. Dezember Geburtstag haben. Also ich habe einen Tag vor deinem Brüder Geburtstag. Und ja, ich wünsche dir immer ganz viel Spaß, wenn man Länder anschaut. Und ganz liebe Grüße gehen raus an dich. Und das ist auch mit dem Barbie Länder. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Lasst unbedingt einen dicken Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und aktiviert das Glöckchen, damit ihr kein weiteres Video mehr von mir verpasst. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Tschüss!